Wollreste verwende ich auch gerne für Dreiecke. Mit einer Blume zum Beispiel hier in der Mitte. Wie ich das mache, zeige ich in diesem Video. So. Zuerst 6 Luftmaschen. Zu einem Ring schließen. In diesen Ring kommen jetzt 12 halbe Stäbchen. Habe ich schon 7, 8. Den Kreis schließen. Für die Blume hier 5 Luftmaschen, ein Stäbchen, ein halbes Stäbchen frei und in nächste wieder rein. Wieder 5 Luftmaschen, 1 frei, ins nächste wieder, 5. Wir brauchen 6 Blütenblätter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt eine feste Masche. Ein halbes Stäbchen. Jetzt kommen 5 Stäbchen. Wieder ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Eine feste Masche, ein halbes Stäbchen, wieder 5 Stäbchen. Ein halbes Stäbchen, eine feste Masche. Und das wird jetzt mit jeder
Einzelnblütenblatt, weiter so gemacht.